Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cities Skylines. Zurück hier aus dem schönen Wilden Westen, wo wir gerade aktuell den Central Park gebaut haben. Wahrscheinlich noch eher in den letzten Folgen, aber nichtsdestotrotz werden wir heute jetzt in den zwei Folgen weiterbauen, die ich jetzt mal im Voraus für diese Woche produziere, denn ich bin in den gesamten, also war am Donnerstag in der ersten Woche von den Ferien weg und komme erst in der zweiten Woche am Sonntag wieder. Und da muss ich jetzt mal wieder vorproduzieren ein bisschen. Ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr aufgenommen, weil ich über das Wochenende nicht da war und... Ach, okay, das wird geleert, gut. Das ist voll viel Müll hier. Und deswegen nehme ich jetzt mal wieder im Voraus ein bisschen auf. Ich mache mir wahrscheinlich wieder viel zu viel Hektik mit dem ganzen Gedönse, denn ich muss jetzt ab dieser Folge, wo ich gerade aufnehme, 27 Videos aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen will. Ich habe mir da Sachen aufgeschrieben. Ich nehme jetzt 30 Minuten von City Skylines auf, nehme heute wahrscheinlich noch drei andere Spiele, nochmals 30 Minuten auf. Und somit, also ich mache jetzt nur 15-minütige Folgen und somit, ja, hätte ich dann eigentlich von jeder Folge schon mal für diese Woche, zwei Videos vorproduziert. Und muss mal schauen. Ich werde wahrscheinlich Donnerstag, Samstag oder Sonntag anfangen mit den anderen Sachen. Da werde ich dann pro Spiel eine Stunde aufnehmen. Hab somit dann höchstwahrscheinlich die Sachen vorproduziert. Muss ich natürlich schauen, dass ich hoffentlich eine Stunde Aufnahme wieder lösche, dass sie wieder von neu anfangen kann. Vor allem dieser Stau hier, der nervt ein bisschen. Der ist nicht ganz schön. Hier, das da. Wo kommen die eigentlich her? Ach so, die kommen von der Stadt. Okay, zack. Die kommen also von der Stadt. Hier machen wir das auch mal. Wo könnte man das noch machen? Die Farben sehen ein bisschen komisch aus, aber ich... Die sehen wirklich ein bisschen komisch aus. Aber ich wusste, dass es wieder hundertprozentig Stau geben wird, wenn wir so ein neues Gebiet machen, wo wir nur... oder teilweise nur an Autobahnen angeschlossen haben. Wo sich dann der ganze Verkehr wieder drum prügelt, irgendwie in die Stadt zu kommen. Vor allem das hier ist natürlich schrecklich. Daran staut sich's. Okay. Hier mache ich einfach mal kurz Einbahnstraße oder eine Einbahnstraße. Ich will jetzt nicht, dass da noch mehr sind. So. Ich weiß gar nicht, warum ich wieder hier mit dem Zeug angefangen habe, so komisch die Sachen rumzubauen, weil ich genau wusste, dass wieder so ein blöder Stau hier entstehen kann und wieder entsteht. Oh. Ach so, doch, ist schon verbunden, okay. Gott sei Dank. Dann mache ich hier mal wieder die Ampel weg. Da ist sie ja weg. Okay, da habe ich sie weggemacht. Okay, da ist er noch dran. Hier ist, warum sind da die Ampel noch da? So, die Fähre ist weg. So, genau, U-Bahn. Ich habe natürlich gedacht, mit der U-Bahn wird sich ein bisschen verringern mit dem Stau. Haben wir natürlich letzte Folge gebaut. Vielleicht dauert es ja noch ein bisschen, bis die U-Bahn dann aktiv werden und einschreiten und dann hier das ganze Zeug da mal beseitigen, den ganzen Stau. Ja, kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Ewiges bisschen. Ja. Ich weiß ja nicht, die wollen hier auf diese Autobahn. Wo wollen die sich einordnen? Genau, die wollen da rein, weil hier eine Ausfahrt ist. Ach, du grüne Neuner. Weiter fahren sie ja, glaube ich, nicht als dort entlang. Dies bedeutet, ich glaube, ich muss kurz mal die Autobahn ein bisschen umbauen. Dass die wieder besser funktioniert. Habe ich natürlich öfters gemacht, aber... Naja.
Oft ging es nach hinten los. Möchte ich nur mal vormerken. So. Vielleicht geht's ja. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Vor allem der Stau hier. Okay. Wir brauchen Müllabfuhren. Kommt natürlich aktuell auch nicht gerade gut durch. Hier geht es jetzt eine. Warum fahren die. Leute, das Richtige ist jetzt, warum fahren die jetzt nicht darum? Wieso fahren die nicht dort entlang? Das ist eine Frage, die sich niemand beantworten kann. Und die fahren alle da entlang, warum nicht da? Ja, da, da geht's rein. Ah ja, ein paar Fahnder. Stau löst sich soweit. Ich doch doll. Ach, kann man jetzt. Ach, das geht tatsächlich. Tatsächlich. Genau, warum fahren die eigentlich da entlang? Da kommt man doch auch schön in die Stadt rein. Wow. Kaum hat man ein bisschen was gebaut, schon regelt sich der Verkehr wie von alleine. Dann mache ich das immer hin. Das heißt, hier kann sich der Verkehr noch ein bisschen gedulden, bis sie weiterfahren können. Dieser Verkehr hier wird jetzt erstmal schön in die Stadt gepumpt, dass dort alles. Oh Gott, die Musik wird wieder laut. Bis hier der ganze Verkehr weggeht, dass auch mal wieder Müllabfuhren kommen und hier das ganze Zeug abholen. Krankendinger, ja. Außer wird es halt ein bisschen knapp. Naja. Wir haben hier Geld. So. Oh, ich will hier gar nicht mehr zuschauen. Das ist wieder so schrecklich für den ganzen Verkehr. Jetzt schaut sich's hier in der Stadt, weil alle hier raus wollen und es nicht weitergeht. Boah, ist das schrecklich. Aber naja, man muss es natürlich so sehen. Es ist ein Park, ein großer Park, ein Central Park. Daher, also hier funktioniert der Verkehr komischweise einwandfrei, aber hier in diesem kleinen Gebiet, ja, zerbreche ich einfach in der Brandung. Oh, Level up für die Häuser. Zerbreche ich wirklich einfach in der Brandung, weil hier gibt es so viel Stau wieder. Am liebsten, wirklich, am liebsten würde ich den ganzen Stau ruhen lassen. Ich würde wirklich nichts tun, aber ich glaube, ich frage mich gerade, warum das so bleich ist. Es sieht von Farben irgendwie so bleich aus. Habe ich irgendwas verstellt, oder? Ich hoffe nicht, tropisch. Nee, ist eigentlich alles gleich hier. Komisch. Sieht irgendwie hell und ein bisschen bleich aus. Naja. Ach nee, ist hier nur Wolken. Also nee, wenn man rangeht, dann wird es wieder schön scharf. Ja. Also habe ich mir, ist mir auch mal aufgefallen auf YouTube. Und zwar, die Videos kommen vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen unscharf rüber. Das Komische ist, wenn ich sie gerendert habe, bei mir anschaue, oder vorm Rendern, sind die wirklich scharf, knackig scharf. Nach dem Rendern sind sie schon nicht mehr so gut. Nach dem Hochladen sind die schon überhaupt nicht mehr so gut. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Ding. Megapolis! Megalopolis, ach so. Jetzt haben wir alle Felder freigeschaltet. Ich weiß gar nicht. Ich habe mal gehört, man kann statt. Wie viel gibt es? 25 oder 28? Man kann jetzt, glaube ich, noch mehr freischalten. Ich glaube, 80 oder so. Braucht natürlich niemand. Ich hoffe, dass es so, sowas nicht gibt. 80 Felder ist mir doch schon. Kann man doch da hinten irgendwo dann bauen. Da, alles voll. Vor allem, wie das aussieht. Hier das kleine Ding, voll der Stau. Hier das Mega-Ding. Mit zwei Autobahnanbindungen. Gar kein Stau.
Einfach mal nada. Gar nichts. Schon. Ich sehe das Problem. Die können gar nicht mehr auf diese Fahrbahn. Oh yeah. Jetzt haben sich bestimmt alle an ihre Glatze geklatscht und haben bestimmt gesagt, mein Gott, was macht denn der? Warum schießt er nicht? Warum schießt er das denn nicht? Jetzt habe ich es gesehen. Noch eine Stunde wieder. Nach einer einzigen Stunde habe ich es gesehen, dass diese Leute nicht... Deswegen staut sich hier auch wirklich alles, weil die nur hier raufkommen. Auf diese, dann können sie eigentlich wieder reinfahren. Da fahren sie hier im... Warum will jetzt niemand raus? Wollen die wirklich nicht raus? Natürlich habe ich jetzt ein bisschen da was weggebaut, dass wieder ein bisschen mehr in der Verkehrsfluss reinkommen. Vielleicht hätten die ja eventuell die Güte, raus abzubiegen. Vielleicht aber auch nicht. Könnte aber höchstwahrscheinlich, so wie es gerade aussieht, noch ein bisschen dauern, bis die in Versuchung kommen, irgendwie hier mal abzubiegen und rauszufahren. Oh Gott, der ganze Stau, der ganze Verkehr. Ach je, ich finde Windpark aber schön. Das sieht auch irgendwie interessant aus. Und zwar, hier sind ja die Wind... Warum sind da Geschäfte? Das sind Windräder? Wirklich, warum sind da Geschäfte? Sollen hier immer Geschäfte stehen? Und hier sieht aus wie das Windturbinenkrafthauswerk, wo der ganze Strom eingespeist wird, das dann in die ganzen Verkehrsdinger geht. Wow, ein Auto ist da lang gefahren. Vor allem, ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Die wollen ja alle hier raus. Das heißt, ich mache es einfach mal so. Es sieht gerade aus wie so ein Wirrwarr. Aber es ist auch ein Wirrwarr. Das reiße ich mal wieder ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht funktioniert es ja, dass die Leute jetzt mal hier rausfahren, weil... Das Blöde war, ich habe ja diese Verbindung weggemacht. Das heißt, sie konnten dann nicht nur hier entlang fahren, hier rum, konnten hier unten abbiegen, kamen hier raus und dann wieder auf diese Fahrbahn, konnten dann wieder da rein. Natürlich konnten sie dann natürlich in diese Stadt und dann hier beim Kreisverkehr wenden und dann hier auf diese Spur oder da lang weiterfahren, aber vielleicht geht es ja, dass sie da lang wollen, aber anscheinend wollen alle hier entlang fahren. Wirklich, warum? Mühlberge, ich weiß. Warum wollen eigentlich alle hier entlang fahren? Wahrscheinlich wollen sie in die andere Stadt oder ins Industriegebiet. Müllberge. Was ist hier los? Verlassen. Hallo? Wegen Müll? Ich hoffe mal nicht. Oh, wir haben die 1 Million geknackt. Das habt ihr ja gar nicht gemerkt. Vor lauter Stau. Okay, fahrt los. Müllberge, Müllwagen. Müllfrachtverkehrsdinger. Yes. Okay, hier habe ich jetzt wieder 4 gebaut. Das heißt, die fahren los und recyceln jetzt wieder alles. Genau. Eine Sache wollte ich noch mal. Genau, neue Wohnhäuser. Und zwar hierhin. Hier würde ich aber dann auch gerne so im Blockdesign bauen. Hier wieder so eine Straße durchgezogen wird, dann wird die... Ach so. Ort ist bereits verlegt. Bitte melden Sie sich später wieder. Kurve. Eine Kurve.
citizens behave. It is really just trying to bring as much realism as possible, but making it more fun than it actually is in real life. Maybe this sounds kind of weird, but